Würden die Weltraumkolonisten von Planet Erde in fernen Sonnensystemen ankommen. Ich darf nun Professor Obert zitieren. Am Ziel würden die Nachfahren der einst von der Erde ausgezogenen Menschen neue Planeten erforschen und für ihre Nachkommen erschließen. Die Erinnerungen an die alte Erde, die für sie in den Tiefen des Weltenraumes versunken sein würde, wäre nur noch schwach und unwirklich, und die auf Mikrofilme und Tonbändern gebannte Geschichte der Menschheit klänge diesen Weltraumfahrern nicht anders als ein geheimnisvolles Märchen aus dem sagenhaften Reich der Toten. Zitat Ende. Warum aber, so fragte sich der Vater der Weltraumfahrt, würden Menschen das Abenteuer Weltraum wagen? Die Antwort setzt er 1954 an den Schluss seines weitsichtigen prophetischen Werkes Menschen im Weltraum. Ich zitiere nun erneut Professor Obert. Wer das faustische Streben nicht kennt, dem kann man auf diese Frage nicht antworten. Und wer es kennt, der weiß die Antwort selbst. Ihm ist es selbstverständlich, alles Erforschbare zu erforschen, alles Unentdeckte zu entdecken, mit den Bewohnern anderer Welten in Verbindung zu treten. Denn das ist das Ziel, dem Leben jeden Platz zu erobern, auf dem es bestehen und weiter wachsen kann, jede unbelebte Welt zu beleben und jede lebende sinnvoll zu machen. Zitat Ende. Die Botschaft der Mayas ist meiner Überzeugung nach eine globale. Die Geschichte des Kosmos verläuft in gigantischen Zyklen. Jede Intelligenz wird einmal Weltraumfahrt betreiben, das Leben und die Intelligenz in den Weltraum exportieren. Die Götter kamen aus dem All und schufen den Menschen. Der Mensch wird in die Tiefen des Alls vordringen und auf fernen Planeten Leben schaffen. Pure Utopie, keinesfalls. Schon vor Jahrzehnten kamen 28 Professoren und Techniker der Stanford University und der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA zur Erkenntnis, dass eine riesige Weltraumstadt in Walzenform, Hermann Obert lässt grüßen, im Bereich des Machbaren ist. Der Spiegel in seiner Ausgabe vom 1. September 1975 schreibt, die Raumstation, die etwa gleich weit von der Erde und dem Mond entfernt wäre, würde in einem Zwei-Stufen-Programm erbaut werden. Zunächst müssten eine erdumkreisende 2000-Mann-Raumstation sowie eine kleine Mondstation errichtet werden. Von dort aus würden die Baustoffe aus Mondmaterialien gewonnen, ins All transportiert und zusammenmontiert. Die fertige Raumstation, die sich zur Erzeugung künstlicher Schwerkraft einmal pro Minute dreht, würde alles Lebensnotwendige an Bord haben. Felder und Wiesen erstrecken sich 800 Meter weit vor den Augen der Bewohner. Das Trinkwasser würde immer aufs Neue regeneriert. Die Luft wäre sauberer als unseren Städten. Zitat Ende. Dr. Thomas Heppenheim, Luftfahrtingenieur am California Institute of Technology, schildert das Leben in der Raumstation so, und zwar der Zeitschrift National Enquirer vom November 1975. Das Leben in der geplanten Weltraumstadt wird nicht nur angenehmer sein als auf der Erde, sondern die Menschen werden dort alles haben, was für größtes Wachstum notwendig ist. Keine Ernte würde fehlschlagen. Die ersten 10.000 Menschen werden in Terrassenappartements mit modernem Wohnkomfort leben. Von den Fenstern aus blicken sie auf gewölbte Erntefelder und überschauen grüne Parks. Das Leben wird angenehm und sonnig sein. Die zweite Weltraumstadt könnte dann schon ganz andere Ausmaße haben. Professor Gerard Kitchen O'Neill, 1927 bis 1992, lehrte an der Princeton University, publizierte seine fundierten Visionen in dem Buch »Unsere Zukunft im Raum – Energiegewinnung und Siedlung im Weltraum«.
Für den Physiker O'Neill, Inhaber wichtiger Patente, ist eine Besiedlung des Universums von der Erde aus keine unsinnige Science-Fiction-Illusion, sondern realistisch, finanzierbar und auch machbar. Der Wissenschaftler entwickelte mehrere Modelle von Weltraumstädten in Röhrenform. Die größeren, Länge etwa 30 Kilometer, Durchmesser 6 Kilometer, bieten 10 Millionen Menschen Lebensraum. In absehbarer Zukunft könnte, so postulierte Professor O'Neill, ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung in Weltraumstädten leben. Professor Dr. Ulrich Walter, Inhaber des Lehrinstituts, des Lehrstuhls Raumfahrttechnik an der Technischen Universität, hat ein faszinierendes Zukunftsszenario entwickelt. Zunächst werden auf unserem Mond, dann auf dem Mars, dem Jupitermond Europa und dem Saturnmond Titan Basisstationen errichtet. Auf dem Mars kann man Terraforming beginnen, eine für den Menschen lebensfreundliche Atmosphäre schaffen. Durch das Auftauen der Polregionen, so Walter, wird das Treibhausgas Kohlendioxid freigesetzt. Der Planet Mars wird erwärmt. Pflanzen werden schließlich angebaut, die Sauerstoff erzeugen. Neu sind Professor Walters Projekte nicht. Hermann Oberth, der bereits mehrfach zitierte Vater der Weltraumfahrt, hat sie schon vor mehr als einem Jahrhundert, halben Jahrhundert angedacht, auch das Terraforming. Bereits 1954 beschrieb Hermann Oberth in seinem Werk Menschen im Weltenraum gigantische Wohnräder. Er beließ es dabei nicht bei kühnen Prognosen. Vielmehr entwickelte er konkrete Pläne. Seine Weltraumschiffe in Scheibenform würden Durchmesser von 6 bis 8 Kilometern aufweisen. Oberth: Das Wohnrad dreht sich in 110 bis 126 Sekunden einmal um die eigene Achse. Nach Professor Walters Konzept beschleunigen riesige Zylinder, Länge 32 Kilometer, Durchmesser 6,4 Kilometer, auf 1/10 der Lichtgeschwindigkeit, also auf 30.000 Kilometer pro Sekunde. Das Wissenschaftsmagazin PM schreibt in der Oktoberausgabe 2009, Seite 73, für eine Entfernung von 30 Lichtjahren bräuchten sie etwa 300 Jahre Reisezeit. In dieser galaktischen Region würden sie ein Sonnensystem mit einem möglichst erdähnlichen Planeten aufspüren, diesen besiedeln und nach 10.000 Jahren sich zum nächsten in 30 Lichtjahren Entfernung aufmachten. Mit dieser Planetenhüpfmethode wäre unsere 100.000 Lichtjahre messende Milchstraße in spätestens 50 Millionen Jahren kolonisiert. Bereits 1984 veröffentlichte Professor Michael Papagiannis, Astronom an der Boston University, Däniken weist in seinem Buch Götterdämmerung darauf hin, erschien in Rottenburg, Oktober 2009, Seite 183, einen Plan zur Besiedlung unserer Milchstraße. Bei einer Geschwindigkeit von nur 2% der Lichtgeschwindigkeit werden 10 Lichtjahre in 500 Jahren zurückgelegt. Ein erdähnlicher Planet wird industrialisiert. Nach weiteren 500 Jahren ziehen die Weltraumpioniere weiter. Nach 500 Jahren wird der nächste Stopp eingelegt. Professor Papagiannis: Dies bedeutet, dass eine Kolonisationswelle mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 10 Lichtjahren pro 1000 Jahre voranschreitet. Das entspricht einer Geschwindigkeit von einem Lichtjahr pro Jahrhundert. Auf diese Weise würde die gesamte Milchstraße in 10 Millionen Jahren kolonisiert. Ich habe ja eingangs darauf hingewiesen, dass die Mayas in wirklich gigantischen Zeitzyklen gedacht und gerechnet haben. Sie gingen immer von neuen Nullpunkten an und nach einem riesigen Zeitabschnitt würde ein solcher Zyklus enden
und ein neuer beginnen. Und das deckt sich im Prinzip mit den futuristisch anmutenden Vorhersagen der Raumfahrtpioniere, die eben auch davon ausgehen, dass man also auch nach unserem heutigen Verständnis in gigantischen Zeitabschnitten nach und nach den Kosmos besiedeln könnte. Von daher meine ich, dass man also nicht die Zeitrechnung der Mayas so deuten kann, dass also nach dem Ablauf eines langen Zeitzyklus ein Ende stattfindet, sondern ein neuer Zeitabschnitt. Die Mayas haben viele Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, die Gestirne beobachtet, haben astronomische Tabellen großen Umfangs aufgelistet und haben entdeckt, dass es in regelmäßigen Zeitzyklen, in regelmäßigen Abschnitten durchaus zu Katastrophen kommen kann, zum Beispiel durch Vulkanausbrüche oder dergleichen mehr. Wir erleben es ja heute in traurige Aktualität in Japan. Es sind also immer wieder doch schlimme Katastrophen möglich und sogar wahrscheinlich. Kometen, zum Teil größeren Umfangs, haben in den letzten Jahrtausenden immer wieder die Erde fast getroffen, nur nach astronomischen Gesichtspunkten in geringen Abständen passiert. Und rein mathematisch gesehen ist es also relativ wahrscheinlich, wenn man jetzt von längeren Zeiträumen spricht, dass irgendwann einmal die Erde zerstört wird. Nur das können wir natürlich nicht vorher berechnen. Was Kollisionen mit Himmelskörpern angeht, so könnte die Weltraumfahrt eine Lösung bieten, dass man eben durch genaue Beobachtungen herannahende Himmelskörper, die große Katastrophen auf unserem Planeten auslösen könnten, rechtzeitig zerstört. Langfristig wird unser Planet Erde, wenn man in vielen Jahrmillionen, wenn nicht gar in Jahrmilliarden rechnet, langfristig wird unser Planet Erde nicht immer belebbar, bewohnbar bleiben, sodass, wenn wir davon ausgehen, dass die Menschheit also dann auch die Erde sozusagen überleben soll, der einzige Ausweg darin besteht, dass wir also die Erde irgendwann einmal verlassen und in den Weltenraum vordringen. Meiner Meinung nach, und das ist jetzt nun meine Meinung, ich will sie Ihnen nur kurz darstellen, besteht so ein Zyklus, ein großer Zeitzyklus darin, der Nullpunkt ist sozusagen die Entstehung des Lebens, das Leben entwickelt sich weiter, wird intelligent und irgendwann einmal, wenn der Heimatplanet bekannt ist und erforscht ist, drängt es sozusagen den Menschen in den Weltenraum hinaus und dann beginnt sozusagen wieder ein neuer Zyklus, der vielleicht dann endet, wenn ein in fernen Distanzen ein bewohnbarer Himmelskörper besucht wird. Sodass meiner Interpretation nach die Rechnung der Mayas in riesigen Zeitzyklen nicht wörtlich zu nehmen ist, nicht nach Jahren zu berechnen ist, sondern dass eben das Leben als solches ewig ist und immer wieder weiter und sich immer weiter entwickelt. Voraussetzung ist natürlich, dass wir nicht vorher unsere eigene Spezies auf unserem Planeten ausrotten. Das wäre es eigentlich, was ich Ihnen darlegen wollte. Falls Sie noch Fragen haben, bin ich gern bereit, diese zu beantworten. Ja, Sie sprechen wahrscheinlich diese Geschichte von dem Nibiru, dem 12. Planeten an, der von Zachariah Sitchin ja postuliert wurde. Da in dieser Richtung ist nichts bekannt. Also
Wenn also ein riesiger Himmelskörper wie ein solcher Planet 2012 mit der Erde kollidieren würde, vorbei, auch richtig. Ja, wenn es so einen Himmelskörper gäbe, dann hätte man den schon lange bemerkt. Ja, richtig. Ja, das ist sagen wir, ein bisschen umstritten. Ja. Aber wenn Sie sich mit den alten Mythen auseinandersetzen, zum Beispiel in der Abraham-Apokalypse wird also beschrieben, dass also fremde, eigenartige Wesen den Abraham besuchen, in der Jugend, also ja, Abraham war dann noch ein junger Mann, sein Vater war so, in Anführungszeichen würden wir heute sagen, so Herrgottschnitzer, der hat also Götterstatuen gemacht. Und diese Wesen haben also den Abraham beobachtet und haben ihn dann schließlich eingeladen und mitgenommen und hoch emporgehoben. Und oben habe er so wie ein riesiges Licht gesehen. Er sei dann in dieses Konstrukt hineingeführt worden. Und er beschreibt dann ganz erstaunt, was er also nicht verstehen kann, gewissermaßen einen Blick aus diesem Konstrukt, und er sagt dann, einmal war die Erde unten und dann war die Erde oben und die Sterne waren unten und dann waren die Sterne wieder oben. Diese eigentlich für ihn völlig unverständliche Beobachtung wäre ganz einfach so zu erklären, wenn Sie sich ein radförmiges oder scheibenförmiges Weltraumschiff vorstellen und dieses Weltraumschiff dreht sich um die eigene Achse, eben um die künstliche Schwerkraft zu erzeugen, und wenn Sie dann aus diesem Weltraumschiff hinausblicken, dann würden Sie tatsächlich einmal die Erde unten sehen und dann oben sehen, weil sie sich ja immer drehen. Also es gibt eine Fülle von Hinweisen auch in den altindischen Eben, ich habe das schon eingangs erwähnt, in den altindischen Eben heißt es also, dass, wie gesagt, riesige Weltraumstädte aus dem All zur Erde gekommen seien. Und diese riesigen Weltraumstädte hätten die Erde umrundet und aus dem Inneren dieser riesigen Weltraumstädte seien kleine Flugvehikel herausgekommen und die wären dann immer zwischen der Erde und diesen Weltraumstädten hin und her gependelt. Und zwar bezeichnete man diese kleinen Vehikel als Vimanas, als Götterflugzeuge. Und erstaunlicherweise werden diese alten Mythen auch sozusagen in Stein verewigt. Die ältesten indischen Tempel sollten Kopien von solchen Flugvehikeln sein. Und zwar damals waren also die Priesterschaft, die waren also nicht nur nach unserem heutigen Verständnis nicht nur Geistliche, die waren auch Astronomen und gleichzeitig auch Baumeister und kamen zur Überzeugung, dass also das geschriebene Wort, dass das ja vielleicht gar nicht so lange von Dauer ist, sondern verloren gehen kann, zerstört werden kann. Und deswegen haben diese Priester und auch Baumeister zugleich haben Tempel gebaut. Und diese Tempel wurden auch Vimanas genannt. Und wiederum glaubte man, dass eben dann, wenn man solche Baudenkmäler hat und diese dann auch, wenn sie baufällig werden, sozusagen immer wieder renoviert und erneuert, dass dann die Erinnerung an diese Besuche von Vehikeln, welcher Art auch immer, dauerhaft in Erinnerung bleiben würden. Was diese altindischen Eben angeht, so erscheinen uns diese Besucher, wie auch immer, keineswegs als sehr friedlich. Es werden also Kämpfe geschildert zwischen einzelnen Weltraumstädten und dass man also Geschosse von der einen Stadt auf die andere, also Geschosse abgefeuert hat, die wie 1000 Sonnen geleuchtet haben, und
Und das also auch, wenn dann irgendwelche Trümmer sozusagen auf die Erde herabfielen, dass von diesen Dingen eine schädliche Wirkung auf die Menschen ausgegangen sei, die dann gestorben seien. Und man habe die gar nicht mehr erkannt, diese Menschen, die seien auf grässliche Weise umgekommen. Also auch hier könnte man zum Beispiel mit den Augen unserer Zeit sagen wir in Richtung atomare Verstrahlung oder so denken. Aber ich wollte eigentlich gar nicht so ins Detail gehen, sondern nur eben die Grundthese darlegen, dass also, wie gesagt, dass das Leben auf der Erde in riesigen Zeitzyklen erfolgt und dass wir, so wir noch ein paar hundert Jahre lang bestehen, dass wir auch den nächsten Zeitzyklus wieder erleben werden, wenn wir als Menschheitsgattung, wenn wir dann ins Universum vordringen. Ja, also meiner Überzeugung nach ist das ein rein hypothetisches Datum, von dem wir gar nicht genau wissen, wann es stattfindet. Und ich glaube, wir können uns auch 2013 hier wieder alle treffen. Und ich hoffe, wir sind dann alle bei guter Gesundheit. Bitte? So ist es, ja. Man hat ja auch genau, es ist so, wenn Sie die Theologie, die Geschichte der Theologie verfolgen, und das ist vielleicht auch ganz interessant, ich sagte es ja eingangs schon, die christliche Zeitrechnung geht von einem Schöpfungspunkt aus und einem einmaligen Untergang. Und das war ja eigentlich ganz ideal geeignet für die Priesterschaft. Man konnte ja den Leuten sagen, irgendwann werden wir alle vernichtet. Es sei denn natürlich, man hat den richtigen Glauben, dann überlebt man das. Und damit also dieses Damoklesschwert sozusagen, das nach dieser Überlegung eigentlich immer über den Menschen schwebte, damit das also wirklich furchteinflößend war, musste ja der Zeitpunkt des Untergangs möglichst nahe sein. Denn wenn ich jetzt als Pfarrer sage, ja, in 500 Jahren geht die Welt unter, dann beeindruckt das die Menschen ja nicht so, dass sie jetzt ihren Lebenswandel wie auch immer ändern. Wenn sie aber sagen, ja, 2012, also nur als Beispiel, ereignet sich die große Katastrophe, kehrt um, kommt zum richtigen Glauben, dann wirkt das schon eher als Drohung. Und wenn Sie, wie gesagt, die Geschichte der Theologie sich anschauen im Hinblick auf den Weltuntergangsglauben, dann so hat es dann in den letzten 2000 Jahren immer wieder Bemühungen gegeben, einen möglichst nahen Weltuntergangstermin vorherzusagen. Martin Luther hat ja auch mehrere Weltuntergangstermine ausgerechnet, die zu seinen Lebzeiten noch stattfinden sollten. Und er hat dann auch immer versucht, dass das aktuelle Tagesgeschehen so zu deuten, als sei das der Hinweis auf das unmittelbar bevorstehende Weltende. Und zwar gab es ja im 16. Jahrhundert, 1520, 1525, die sogenannten Bauernkriege. Und nun war für Martin Luther, war ja die Obrigkeit, also die Regierung, der König oder wie auch immer, der war ja nun von Gott eingesetzt, dieses Gottesgnadentum. Und so hat er dann nun den Aufstand der Bauern, die er durchaus verstanden hat. Er hat ja auch sehr beklagt, dass also die Menschen damals sehr stark drangsaliert worden sind, ungerecht behandelt worden sind. Aber er hat den Aufstand, das sich wenden gegen die Obrigkeit, gedeutet als einen direkten Widerstand gegen einen direkten Angriff auf Gott selbst. Und ein solches sich wenden gegen Gott selbst, das sah er als Zeichen des unmittelbar bevorstehenden Weltuntergangs. Und deswegen hat er natürlich auch durchaus regen Zuspruch erfahren, weil eben doch viele Menschen die katastrophalen Zustände, die ja damals geherrscht haben, so gedeutet haben, dass also der Luther tatsächlich recht hat und als ob also der Untergang unmittelbar vorsteht, und haben sich dann schon dem lutherischen Glauben zugewendet.
So ist es ja. Es ist, ich habe es bei meinem ersten Vortrag erwähnt, ich habe in Erlangen evangelische, lutherisch-evangelische Theologie studiert, wie das so schön heißt. Und da war das, Erlangen war ja so das Zentrum der lutherischen Theologie. Und da hat man das mit einer gewissen peinlichen Berührtheit ein bisschen zur Seite geschoben, dass also Luther ständig immer wieder neue Weltuntergangstermine vorhergesagt hat. Auch Melanchthon hat in diese Richtung gedacht. Ja, es ist, ja, richtig, das stimmt schon. Aber es ist, wenn Sie so die Geschichte der Erde, also über Jahrmillionen verfolgen, dann werden Sie feststellen, dass es immer wieder Katastrophen gegeben hat, also rein natürlicher Art. Also zum Beispiel Vulkanausbrüche. Ja, genau. Also es ist ja so, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der ein oder andere von Ihnen den Film 2012 geschaut hat, der jetzt in Japan also recht realistisch verwirklicht wird, aber der Emmerich hat aber auch auf dem so ein bisschen angespielt auf die Mayas, und was interessant ist, dort bricht ja auch in dem Film bricht ja auch im Gebiet des Yellowstone Parks ein riesiger Vulkan aus, und das ist kein Hirngespinst, es befindet sich tatsächlich in Amerika unter dem Yellowstone Park ein riesiger Magmasee, der sich also auch immer bewegt. Und man beobachtet das also sehr gründlich, man misst, man kann das ja heute messen, dass sich also dann die Erde sozusagen hebt. Und wenn so ein Supervulkan, wie man sagt, ausbrechen würde, käme das tatsächlich einem Erduntergang gleich, weil die riesigen Mengen von Staubpartikeln allein schon, die in die Erdumlaufbahn geschleudert würden, die würden so enorm an Masse sein, an Materie, dass ja also die Sonne zu einem erheblichen Teil ja abgeschirmt würde. Es käme also dann ja genau, und es käme also auch hier zu einer Art Eiszeit, die ausbrechen würde. Man könnte ja dann keine Ernten mehr einbringen und so weiter. Also diese Möglichkeit ist durchaus gegeben. Und es gibt eine ganze Reihe von solchen Supervulkanen, die also alle noch irgendwie schlummern, wobei der Yellowstone-Vulkan ja eigentlich überfällig ist. Der ist immer alles so alle 600.000 Jahre ausgebrochen. Und ich meine, also der letzte war so vor 600.000 Jahren. Also es gibt immer wieder solche zyklischen Katastrophen tatsächlich, die sich ereignen. Und es kann durchaus sein, dass die Mayas eben auch durch Naturbeobachtung, die haben ja auch selbst Vulkanausbrüche erlebt, dass die dadurch zu dieser ganzen Rechnerei gekommen sind, dass man irgendwie vielleicht das vorherrechnen könnte, wann wieder so eine Katastrophe stattfindet. Wobei ja es heutzutage durch die, wie gesagt, wir erleben es ja in Japan, wenn also eine Naturkatastrophe wie ein Erdbeben, das unter dem Meeresboden ausbricht, dass dann Tsunamis ausgelöst werden und dass dann außerdem auch noch natürlich schlimmste Katastrophen möglich sind durch diese Atomkraftwerke. Aber das lässt sich natürlich jetzt nicht ausrechnen, wann das stattfindet. Nur man kann auch da immer wieder erkennen, dass diese ewige Wiederkehr von Katastrophen und Neuentwicklung. Ja, also das ist jetzt schwierig. Also wenn Sie wirklich nur die Maya-Texte nehmen, das sind diese vier Kodizes, die machen also keine Vorhersagen, was wann passiert, sondern die versuchen immer auszurechnen, wann so ein Zeitrad wieder an den Nullpunkt angekommen ist und wie es dann weitergeht. Meines Wissens gibt es jetzt direkt von den Mayas keine Überlieferungen von, was weiß ich, Entwicklung des Bewusstseins oder dergleichen.
Ja, natürlich, wir können das dann so verstehen. Ja, richtig, ja. Wir haben das ja auch beim vorigen Vortrag von Herrn Dr. König ja doch auch in sehr sehr anschaulicher Weise erfahren. Und ich glaube, dass man kann eigentlich nur die Hoffnung haben, dass es tatsächlich zu so einer Höherentwicklung kommt, weil ja die materialistische Weltanschauung oder auch die Wissenschaft ist ja sehr materiegebunden, eigentlich keinen Fortschritt darstellt. Ja, also wir können natürlich nur versuchen, also jetzt durch unsere eigenen Beobachtungen und wissenschaftliche Erkenntnisse überlegen, welche Einflüsse können auf uns einwirken. Und das mag durchaus übereinstimmen mit diesen Maya-Zeitrechnungen. Nur es wird gern in den Massenmedien so der Eindruck erweckt, als hätten die Mayas jetzt konkrete Hinweise gegeben, was passieren wird. Das ist aber nicht der Fall. Aber wir müssen uns jetzt ja nicht nur auf die Mayas konzentrieren. Wir können ja dieses zyklische Zeitrechnen zur Kenntnis nehmen und dann überlegen, gibt es tatsächlich solche Zyklen? Und es mag durchaus sein, dass eben auch, wie Sie eben auch angedeutet haben, dass also was ich von der Sonne und so weiter, ein sehr negativer Einfluss jetzt. Nein, aber jetzt zum Beispiel, das ist jetzt auch wieder ein heißer Punkt, also mit der Erderwärmung zum Beispiel, das kann ja durchaus auch von äußeren Einflüssen auch sehr stark ausgelöst werden. Ja, ist richtig, ja. Ja. Es ist ja doch eigentlich auch einleuchtend, dass man versucht, alle möglichen Quellen heranzuziehen und dass man also nicht davon ausgehen darf, dass wir also uns technisch immer weiterentwickeln, dass es eigentlich immer besser und immer schöner wird, sondern dass es durchaus auch unangenehme Einflüsse geben kann. So ist es ja. Es gibt ja auch hier in der Eifel gibt es ja auch solche in der Eifel gibt es ja auch solche auch oder auch in Italien gibt es auch so einen Supervulkan. Und ich fürchte, dass das eben sehr stark verdrängt wird. Also man nimmt es nicht zur Kenntnis. Ja, natürlich. Und wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, 2012 geht die Welt unter, das kann ich ja schon deshalb nicht, weil Sie dann ja keine Bücher mehr von mir kaufen. Denn wer braucht das dann noch, wenn die Erde eher untergeht? Also nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen, aber das, was wir hier jetzt untereinander besprochen haben mit diesem Bewusstseinsentwicklung und so weiter, ist ja keine Frage. Nur, nicht, dass das jetzt so negativ rübergekommen ist. Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass wir aus den konkreten Texten der Mayas, und das war ja nun das Thema meines Vortrags, keine solchen Hinweise finden, was ja gar nichts aussagt. Wir können uns ja nicht nur auf die vier Schriften der Mayas jetzt beschränken. Ja, es ist ja auch so, dass also die Mainstream-Wissenschaft, wenn ich das mal sagen darf, dass sie auch ganz gerne hat, dass es solche Weltuntergangspropheten gibt, die also ganz konkret jetzt sagen, 2012 geht die Welt.